Der Döner kostet jetzt schon über 6 Euro und bald wird er möglicherweise noch teurer werden. Was dahinter steckt und wie ihr möglicherweise dagegen wirken könnt, das erklären wir euch in diesem Video. Möglicherweise hat es der ein oder andere von euch schon mitbekommen, beispielsweise an der Fassade von Cafés, von Bäckereien oder von Restaurants. Es steht eine Änderung im Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie an. Und ehrlicherweise ist das eine Rückkehr zur Ausgangssituation, die wir vor 2021 hatten. Denn in diesem Jahr wurde von der Politik als Gegenmaßnahme gegen die Corona-Problematik, die sich vor allem auf die Gastronomie ausgewirkt hat, eine Sonderregelung erlassen, eine temporäre, mit der der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie gesenkt wurde. Also auf gut Deutsch, die Gastronomen mussten jetzt eine ganze Weile weniger Mehrwertsteuer abführen. Aber nach aktuellem Stand läuft das Ende 2023 aus und ab dem 1. Januar würde dann also quasi wieder der ursprüngliche Mehrwertsteuersatz fällig. Und aus nachvollziehbaren Gründen sind die Gastronomen dann nicht begeistert von, denn die sagen natürlich, ja, aber dann müssen wir schon wieder die Preise erhöhen und wir haben doch schon mit steigenden Lebensmittelkosten zu kämpfen und Energie ist auch immer noch teuer. Liebe Politik, könnt ihr das denn nicht noch weiter verlängern? Und genau zu dieser Thematik gibt es gerade eine Petition, an der ihr euch auch beteiligen könnt. Das Ganze ins Leben gerufen vom Gastronomieverband DEHOGA, der natürlich Interesse daran hat, dass die Ausnahmeregelung so weiter Bestand hat, damit die Gastronomen nach wie vor die Lokale voll bekommen und nicht irgendwie wegen der Preiserhöhungen plötzlich Gäste verlieren. Und ich dachte mir, hey, das ist doch eigentlich ein ganz guter Punkt, mal so ein kleines bisschen politisch zu werden und mal zu gucken, worum geht es denn da überhaupt konkret in der Petition? Also was sind so die Änderungen, die sich jetzt möglicherweise ergeben würden? Und vor allem auch dann übergreifend so ein bisschen zu schauen, was ist denn grundsätzlich so diese Mehrwertsteuersituation in der Gastronomie? Denn da gibt es noch so ein paar andere Dinge, die auf den ersten Blick nicht wirklich logisch nachvollziehbar sind. Und das schauen wir jetzt mal im Detail an. Die aktuelle Regelung, die jetzt Ende des Jahres ausläuft, sieht vor, dass für Speisen, egal ob sie vor Ort verzehrt werden, ob sie mitgenommen werden oder ob sie geliefert werden, 7% Mehrwertsteuer anfallen. Das ist also ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz für Essen. Getränke wiederum sind ein anderer Punkt, denn die sind grundsätzlich davon ausgenommen. Es sei denn, es handelt sich um entweder Wasser, was ebenfalls nur mit 7% versteuert wird, und zwar generell unabhängig von der Regelung, oder um Milch, denn auch Milch gilt als Grundnahrungsmittel, entsprechend fallen da 7% drauf an. Und da wiederum kommt es dann beim jeweiligen Getränk drauf an, wie hoch ist der Milchanteil. Wenn ich mir zum Beispiel einen Espresso bestelle und einen Schuss Milch reinpacke, dann muss ich da trotzdem dann den höheren Mehrwertsteuersatz zahlen nach der alten Regelung, die dann bald wieder greift. Bei einem Cappuccino, wo der Anteil bei 75% liegt, das ist nämlich genau die Grenze, würde der niedrigere Mehrwertsteuersatz fällig werden. Wenn ich mir das Ganze mit Pflanzenmilch bestelle, also Soja, Hafer, wie auch immer, habe ich leider Pech gehabt, denn das ist nicht steuerlich subventioniert, entsprechend muss ich da dann die 19% Mehrwertsteuer zahlen. Und 19% ist auch schon das Stichwort, denn diese Situation, dass man aktuell 7% zumindest auf Speisen einheitlich hat, wird sich bald wieder ändern und zur ursprünglichen Regelung zurückkehren. Demnach werden die 7% dann nur noch möglich sein, wenn ihr das Essen mitnehmt oder euch liefern lasst. In dem Moment, wo ihr euch ins Restaurant reinsetzt, muss der Gastronom dann 19% Mehrwertsteuer für abführen. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum McDonald's euch immer fragt, zum Hieressen oder zum Mitnehmen. Es geht natürlich auch um die Verpackung, also braucht ihr es in einer Tüte oder irgendwie auf dem Tablett. Aber es geht auch darum, welchen Knopf drücken die denn auf der Kasse. Denn je nachdem, welchen die da drücken, werden 19% Mehrwertsteuer berechnet oder 7%. Und genau das ist der Aufschrei aus der Gastronomie, denn die Leute, die ein Restaurant betreiben, sagen zum Beispiel, hey, Moment mal, nur weil wir Sitzplätze anbieten, müssen wir 19% zahlen, weil die Leute dann halt bei uns sitzen können und das Ganze dann als Dienstleistung verbucht wird, weil ja klar, da ist ein Kellner involviert und alles, aber grundsätzlich der Koch, der bereitet das Essen ja in jedem Fall zu und in irgendeiner Form wird es dir zumindest auch an die Theke gegeben, selbst wenn du es zum Mitnehmen buchst. Also die sagen, das ist nicht nachvollziehbar, dass wir da 12% mehr zahlen müssen, während ein McDonald's, wo ich mir das einfach mitnehmen kann und vielleicht setze ich mich dann heimlich trotzdem an den Tisch, nur 7% zahlen muss. Also das ist aktuell so die Debatte, um die es geht. Und auf dieser Petitionsseite, finde ich ganz gut gemacht, kann man sowohl Pros als auch Kontras listen. Also als jemand, der da unterschrieben hat, kann man dann sagen, hey, ich bin für die Petition aus den und den und den Gründen. Und du kannst aber auch sagen, hey, ich finde das Anliegen eigentlich nicht gut, weil es ist natürlich auch eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Dienstleistern. Auch ein Friseur oder ein Handwerker, der aktuell 19% zahlen muss als Dienstleister, hätte sicherlich ein Interesse daran, nur 7% zu zahlen. Aber in der Gastronomie ist es, wie gesagt, noch so ein bisschen komplizierter. Denn gerade diese Unterscheidung zwischen To-Go-Angebot oder Hinsetzangebot ist nicht immer so wirklich klar gefasst. Denn wenn ich zum Beispiel eine Dönerbude habe und aber nur ein paar Stehtische draußen anbiete, an die sich die Leute hinstellen können, nachdem sie sich ihren Döner von der Theke abgeholt haben, dann muss ich da trotzdem nur 7% für zahlen. Während wenn ich meinen Laden etwas schöner gestaltet habe und sage, ach, ich möchte, dass die Leute etwas verweilen und sich dann auch mal hinsetzen können, Füße ausstrecken können und alles, dann werde ich ja letztlich dafür bestraft, dass ich ein schönes Ambiente anbiete. Denn ich muss dann da 19% für zahlen. Also ich kann das absolut verstehen, dass es da momentan Widerstand gegen gibt. Es würde mich nicht wundern, dass, wenn die Regelung wieder auf die Ursprungssituation zurückgedreht wird, dass zumindest einige dieser Gastronomen, die sich so an dieser
ja, quasi grauen Grenze zwischen Restaurant und Imbiss befinden, dann sagen, okay, dann baue ich halt meine Stühle im Innenbereich ab. Dann bin ich halt jetzt nur noch To-Go-Restaurant und habe vielleicht noch die Stehtische und zahle dann weniger Steuer, muss dann meine Preise für den Döner nicht erhöhen und habe dann einen Vorteil gegenüber den anderen Läden in der Ecke. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein, denn dadurch wird unser gastronomisches Angebot sicherlich nicht bereichert, sondern wahrscheinlich eher im Gegenteil, wäre so meine persönliche Einschätzung der Situation. Und das waren jetzt so ein paar Positionen aus dieser Petition. Wir haben euch die natürlich unten auch verlinkt, dass ihr euch da selber durchlesen könnt und dann auch eure eigene individuelle Entscheidung dazu treffen könnt. Könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren mitteilen. Aber wir wollen jetzt noch kurz gucken, was sagen denn eigentlich die politischen Parteien dazu? Denn die haben sich selbstverständlich da ebenfalls so positioniert. Und da gibt es eine Situation, die ich relativ spannend finde, weil ich glaube, sonst haben wir das eigentlich nie. Die Linke und die AfD sind da ausnahmsweise mal auf einer Linie. Denn die AfD hat tatsächlich schon vor einigen Jahren einen Antrag vorgebracht, einen offiziellen, in dem sie fordert, dass diese Mehrwertsteuersenkung dauerhaft beibehalten werden soll. Die Linke, die fordert ebenfalls eine Verlängerung, denn die Gastronomie hat sich nach ihrer Aussage noch gar nicht erholt von der entsprechenden Krise und muss erstmal gucken, dass sie wieder auf die Beine kommt. Und wenn da jetzt wieder die Preise entsprechend erhöht werden müssen, dann könnte das möglicherweise für viele Betriebe das gastronomische ausbedeuten. Die CDU, die fordert ebenfalls eine dauerhafte Umsetzung dieser Mehrwertsteuersenkung und verweist darüber hinaus noch auf eine Aussage von Olaf Scholz, also da kommen wir jetzt zur SPD. Der hat nämlich in der Vergangenheit gesagt, er möchte das ebenfalls zu einer dauerhaften Lösung machen. Aber wenn man sich jetzt die Position der SPD anguckt, dann scheint man da nicht mehr so viel von zu wissen, denn man ist sich nicht so ganz sicher. Also das Gleiche bei den Grünen, die meinen auch, das ist keine dauerhafte Lösung, das zu subventionieren. Die sind da nicht unbedingt Fan von. Die FDP möchte sich auch noch nicht festlegen, die sagt, sie müssen erstmal die Steuerschätzung abwarten, denn natürlich ist das eine massive Subvention, die letztlich auch wir alle irgendwo mittragen, wenn dann da entsprechend weniger reinkommt. Also die Parteien sind sich nicht einig, aber es fällt auf jeden Fall auf, es sind sich durchaus Parteien einig, die sich sonst eher nicht einig sind, was ein eher seltener Fall ist. So viel also zum aktuellen Stand und mich würde jetzt interessieren, was haltet ihr denn eigentlich davon? Seid ihr auch der Meinung, das darf auf keinen Fall nochmal teurer werden, weil das möglicherweise dann auch die Endverbraucherpreise beeinträchtigt? Oder seid ihr gegenteilig der Meinung, die Steuersenkung, die ja bereits stattgefunden hat, die hat für den Endverbraucher eigentlich überhaupt keine Auswirkung gehabt, denn der hat davon nichts gesehen, der Döner ist trotzdem so teuer wie nie zuvor. Also da gibt es sicherlich diese zwei Positionen und bestimmt auch noch genug zwischendrin. Schreibt es gerne mal unten rein und vielleicht beschäftigen wir uns nächstes Jahr nochmal mit der Thematik.